Sie wirklich gefahren? Nein, glaubt ihr das? Dann ist ja auch mal schwer. Ja, da sind manche Dinger dabei, da fesselt du manchmal, ne? Da hörst du nicht eher auf, bis das Ding geliefert hast. Dann fährst du halt mal 2-3 Tage dran. Aber, wie gesagt, mir hat der Forster Motorsport persönlich mal besser gefallen. Na, Kantor ist mal nur die Lizenz gefahren. Ich will selber, mich gar nicht interessiert. Die Lizenzen waren geil. Martin, bist du noch da? Position 1, Martin. Nee, der ist da. Den hat nur die Frau mal vor kurzem verschlagen. Der muss wieder mit seiner Frau telefonieren. Martin, du hast eine Frau? Der ist nicht da. Der ist nicht da. Ich hab einen Rücken von hinten gekriegt. Ajo. Da konnte ich ja nicht dafür, wenn ein Auto... Ossi, was ist los? Warum drehst du dich denn da weg? Hast du irgendwas Schlimmes gesehen? Ach, ich eben noch. Ja, exakt. Da ist die Gold, ist immer noch hier. Der fährt ins grüne Picknick machen. Ich brauch, neue Automatik. Ich brauch, neue Hand. Automatik fahre ich auch. Ja, aber Lenkrad. Ja, findest du, dass du mit dem Pedalen hier mehr besseres Gefühl hast, wie mit den Fingern? Weiß ich nicht, aber wenn die Handschaltung hätten, ja. Aber dann kann ich den Gang höher schalten und dann trifft der nicht. Aha. Ja? Weg. Hab bloß ganz kurz rausgehen. Also... Vorher hinterher. Also wenn ich ehrlich bin, ich komme ohne ABS und Traktionskontrolle nicht klar. Ja. Weil ich mir so viel Aufwand, dass mir das eingeben würden. Na, schalten muss ich das selber. Das geht höchstens, wenn ich gerade hier Bügel gerufen habe, ja. Dann ziehe ich sowas hin. Da habe ich mehr Gefühl. Wenn ich selber schalten kann, dann ist es okay. Wollten dann da hochschalten, blau und grün runter, oder? Das weiß ich noch nicht. Wieso? Du hast doch Windschalter am Lenkrad. Gibt doch nicht. Sag dir nicht mehr. Ja. Nee, da ist sequenziell. Synchronisiert. Ja, ich darf es. Darf es andere. Wo man schalten kann, aber Automatik auch mit drin hat, dann wär's geil. Ja, mit Kupplung vor allem. Nee, ohne. Ja, mein Tanz, Ossi, ich hab Kupplung, Gas und Bremse und ich hab die Alternative zwischen Haarschaltung und Kupplungsschaltung. Oh, hast du das die Haarschaltung? 20, 27. Die 27, ganz genau. Oh, geil. Traum. Ja, ist mir ein bisschen zu teuer. Ja, mir auch. 160 Dollar gekriegt. Ne, 160 Euro. Umgerechnet. Ja, also 200 gut, Dollar. Ja, das bin ich. Und andere Steuern. Ey.
Ja, also mir kriegt das im Laden. Ich habe mein G27 aber auch für 150 Euro gekriegt. Das hat aber damit was zu tun, dass ich vorher das G25 hatte. Und das ist mir nach 2 Jahren kaputt gegangen. Dann habe ich Logitech angeschrieben, weil auf unserer Website von NGB, die sind Partnerseite von Logitech. Und dann haben die mir das, weil die Garantie gerade abgelaufen ist, haben sie mir das G27 für 150 Euro angeboten. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Das macht es. Logitech macht es, ja, das weiß ich sogar. Weil von Logitech habe ich auch einen Scheiß gekauft. Also, ich kann nichts beklagen, weil also Logitech hat doch bis jetzt immer Gutes gemacht. Vor allem hier die Rumble-Tests, oder wie die heißen, die sind richtig gut. Hey, Blitzkrieg, mach mal langsam nach vorne. Was? Ja, bei mir war komisch gerade. Kam der schwarze Bildschirm hier, die untere Hälfte schwarz, wo ich dann die Option habe zwischen Pause und Weiterfahren, ist einfach hochgepoppt mit dem Rennen. Das kostet mir natürlich richtig Zeit jetzt. So einfach. Also was ich auch klasse finde, das Lenkrad hier vom Fanatec hier mit den Rennsitz da. Da würde mir auch richtig abgehen. Und dann die Leinwand dazu. Weil jetzt ab. Ich habe neulich gehört, dass irgendeiner auf dem Schrottplatz hat sich so einen alten Recaro-Sitz gekauft, hat von seinem. Dann habe ich früher auch gemacht, ja, und auf dem Drehstuhl drauf montiert. Ja, genau. Ja, der kann ich erzählen. Ah ja, genau, so war es das, ja. Ich wusste nur, dass es jemand erzählt hat. Weil ich hatte die Recaro-Sitze damals aus dem Schottsport rausgeholt, dachte ich. Ich habe ja damals einen Serra gehabt. Und in so einem Ausschlachten, da waren auch die Recaro-Sitze drin. Die so vom Merk aus schon drin sind. Boah, noch eine Runde. Nö, ich qualifiziert. Oh, Backe. Der hat. Ja. Was hat es bei mir so bei Windows 8 gefehlt gehabt? Der Schlüssel, der Aktivierungsschlüssel für Windows. Und wo kann man den runterladen? Ich muss dir eine andere Version geben. Was vom Neu installieren? Ja. Nö. Wer will den Schlüssel haben? Du kannst ihn auch bei Usenix drin oder? Ne, du musst zahlen. Ne, muss ich nicht. Ne, wir nicht. Ja, da werde ich gleich mal gucken, wo. Ich zahl nichts dafür. Weil, dann will ich das mal ausprobieren mit dem Steam und dann alles. Vielleicht klappt das dort auch besser. Also ich habe kein Problem mit dem Steam. Wahrscheinlich das auch. Ne, das lässt mir alles, das Ganze lässt mir alles hier keine Ruhe. Auf Arbeit ist ja am Kopf eher in... Ne, das ist scheiße. Bleib doch locker. Wenn du es nie hinkriegst, dann kriegst du es Windows 7 ultimativ und... Hab ich doch schon. Ja, du musst Zeug dafür, oder? Und, ich hab alle Versionen von der Abschluss. Ich habe die teuerste Version, habe ich getroffen. Und habe keinen Pfennig bezahlt. Machen wir ja heute gerade auch nicht mehr. Ja, ich bin da auch weg. Wer will den Horst? Ich glaube, ich gehe bei der Olaf driften oder so. Ja, mache ich jetzt. Ich mach das jetzt. Ja. Weil der Olaf hat geschrieben, wenn wir driften tun, dann soll er Bescheid sagen. Alter, ich pack's nicht bis zum Schluss. Was geht ab? Komm. So, bis später, Mädels. Jo. Okay, ciao. Jo. Hau weg. Tschö. Tschö. Digga, gehst du jetzt driften, oder was?
Jo, ich kann Ich tue schon. jetzt driften, Alter. Komm, schaffst du noch? Komm schon.